Einst als einer der schönsten Plätze Europas gewürdigt, erstrahlt die Altstadt von Potsdam heute wie hier am Alten Markt in preußischem Glanz. Vor allem schwerreiche Mäzene waren es, die sich um den Wiederaufbau der Garnisonsstadt nach traditionsreichem Vorbild bemüht haben, und das kam nicht bei allen gut an. Manche bemängeln, dass dabei die jüngere Geschichte der Stadt auf der Strecke blieb. Nun wollte es einer dieser Förderer anders machen, ließ das bekannteste zu DDR-Zeiten gebaute Gebäude restaurieren und in ein Museum umwandeln. Das Kunsthaus Minsk, das heute seine Pforten öffnete, will nun unter anderem auch der DDR-Kunst wieder ein Forum geben. Robert Holm und Tim Jäger. Steffen Pfrogner hat extra ein altes Foto mitgebracht. Denn dieser Ort hier bedeutet ihm viel. Als ich Abitur und Bauverarbeiter gemacht habe, hatten wir unsere Abschlussveranstaltung hier im Terrassenrestaurant Minsk 1980. Mit den Schülern, meiner Geliebten. Viele in Potsdam haben besondere Erinnerungen ans Minsk. Bei der Eröffnung waren wir auch mit da, haben die erste Tanzrunde mitgetanzt. 1977 eröffnet und bis zur Schließung 89 eines der beliebtesten Restaurants Potsdams. Das Ende der DDR war dann auch das Ende fürs Minsk. Vor ein paar Jahren sollte es sogar abgerissen werden. Doch es gab Protest. Und es fand sich ein Investor, der diesen historischen Ort kaufte und zu einem Kunsthaus machte, das heute eröffnet wurde. Wir haben uns sehr gefreut, dass das hier wieder mit Leben erwacht wird, ne? Und also wir finden es sehr schön. Also es ist ein Stück Emotion dabei auch, ne? Nicht nur das Haus stammt aus DDR-Zeiten, auch die Kunst, die hier gezeigt wird. So wie diese Bilder, die schon damals erfolgreich waren. Gemalt von Wolfgang Mattheuer, Mitbegründer der Leipziger Schule. Landschaft, Idylle, aber auch Bedrohung. Es ist Kunst aus der ehemaligen DDR in Dialog mit zeitgenössischer Kunst. Und auch die zeitgenössische Kunst hat Ostbezug. Potsdamer Schrebergärten, fotografiert in der Nachwendezeit von Stan Douglas. Wieder Idylle, wieder bedroht, von Industrie und Wohnhäusern. Das Museum, das die Ostkunst zeigt, gehört ihm. Hasso Plattner, Milliardär und Mäzen in Potsdam. Hier gehört ihm nicht nur das Minsk. Er unterstützte den Wiederaufbau des Stadtschlosses und betreibt ein weiteres Museum. Das weiß auch Steffen Pfrogner. Er ist genervt davon, dass hier in Potsdam gleich mehrere Mäzene mit ihrem Geld das Stadtbild beeinflussen. Weil ich hätte lieber gehabt, dass nicht durch das private Kapital, sondern durch deren Steuern das Gemeinwesen entscheidet, was sie mit den Steuern macht. Doch kritische Stimmen sind heute am Tag der Eröffnung selten. Die meisten sind froh, dass das Minsk gerettet ist, auch wenn es sich verändert hat. Es ist etwas kühler geworden, finde ich. Ja. Das war ein bisschen anheimelnder damals. Ja. Das Minsk ist eben kein Restaurant mehr, sondern ein modernes Museum.